Moin und herzlich willkommen zum Mais-Vlog. Ich brauche nicht viel zu sagen. Wir fahren jetzt hier einmal den Maisversuch ringsrum ab und dann geht es da auch direkt weiter. Also bleibt mal dran. Leute, bevor wir hier in den Maisversuch starten, zeige ich euch ein bisschen die normale Maisernte, die hier gerade im Hintergrund abläuft. Den Zweitfruchtmais, der ja deutlich später ausgesät wurde, der wird dann so ja, vielleicht in 3 Wochen folgen, also wirklich Ende September. Wie sich das gehört, wir haben ja auch Probleme mit Maiszünsler und pflügen wollen wir jetzt nicht. Also um einfach dem Winterquartier wegzunehmen von dem Maiszünsler von der Larve, mulchen wir und so, das sieht dann so aus. Jetzt haben wir soweit mal alles schön aufgefasert, nochmal aufgeschoppt hier auch. Und das würde den Maiszünsler nicht auf null reduzieren, aber das sollte gut vorbeugen und das hilft natürlich auch der Flächenrotte. Wenn ich das jetzt einfach nach unten flüge auf so einem, naja, relativ leblosen Sandboden hier, dann könnt ihr das nächstes Jahr so wie er ist wieder hochflügen. Also besser so gut es geht auffasern und das Zeug oberflächlich verrotten lassen, ist eigentlich meine Philosophie, auch wenn jetzt natürlich wieder der Berater kommt und sagt, das ist natürlich gar nicht gut für den Weizen oder auch Roggen oder Gerste der Nachkommen wegen Fusariendruck. Alles klar, jetzt gucken wir uns mal den Striptill-Mais, der das hier auch ist, an einer bisschen besseren Stelle an. Also hier haben wir einen totalen Sandboden hier oben und ja. Da steht der Mais halt so, wie ihr ihn hier seht. Na, da ist auch nicht wirklich Kolben dran. Das ist ein Trauerspiel. Da kann auch Striptill dann nicht die Welt retten, wenn der Boden
nicht viel hergibt und es fehlt Regen zur gewissen Zeit. Hier in dem Fall war es Anfang August, 2 Wochen permanent über 33 Grad und dann kein Regen. Danach kamen nochmal 40 Liter, darum ist er jetzt dann teilweise doch noch grün geblieben, aber ja. Jo, Kollegen, was nun passiert? Ein paar Bodenpunkte mehr und etwas näher hier am Graben und schon reden wir hier von Mais. Also das sind dann mal eher 50 Tonnen pro Hektar und da macht das Leben auch wieder Spaß. Ne? Der hat mal gute 20 cm und Wuchshöhe über 3,50 auf jeden Fall. Hier mal ein Beispiel für so einen Maiszinsler. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir den nicht so gerne haben. Ja? Der versaut uns hier natürlich zum einen die Qualität und zum anderen knickt die Pflanze ab und der Kolben könnte jetzt vielleicht auch ganz auf dem Boden liegen und es wäre dann nicht mehr erreichbar für den Feldhäcksler. Mal eine ausgebuddelte Pflanze beziehungsweise zwei. Jetzt könnt ihr schon kurz sehen hier. 1, 2, 3, fast 4 Meter, also 3,80 Meter misst diese Pflanze hier. Und ja, gucken wir doch einfach mal. Richtig schönes Wurzelwerk hier innerhalb der Striptill-Reihe. Da ziehen sich die Pflanzen richtig runter. Wenn ihr jetzt mal hier von oben guckt, das ist wahrscheinlich dieser Blumentopf-Effekt, von dem der Vollmar-Kollege immer spricht. Da dieses schwarze Material hier, da sind die Gerste und da gehen so richtig schön die Wurzeln drumrum. Ja? Hier ein bisschen feiner aufkratzt. Hier ist nichts, hier ist noch ein bisschen verdichtet. Aber hier ist es lockerer, da wachsen die Wurzeln rein und der steht hier richtig schön im Saft in den Nährstoffen drin, da kommen richtig die Wurzeln raus, da, hier, ja, alles, das ist der Gerreststreifen und das ist halt der Vorteil, meiner Meinung nach, also der größte Vorteil vom Striptill, wir sind hier leicht versetzt zur Wuchsrichtung, also die Pflanze wäre hier, ist der Strich, ja, weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch nicht ganz getroffen, aber auf jeden Fall ist hier ein Depot und die Pflanze kann sich lange von diesem Depot dann da auch ernähren. Dann sind wir jetzt in der Vollmar-Striptill-Variante und was jetzt echt cool ist, ich habe hier beim Ausgraben mal direkt das obere Gülleband gefunden, das hier so auf ja, schätzungsweise 10 cm, also 10 cm unterm Boden abgelegt wurde und ihr seht dann hier richtig schön, ja, das ist der Gerrest und wie sich die Wurzeln hier ringsrum, dass die Nährstoffe dann da auch erschließen. Also hier war irgendwo diese Schicht, das sieht man nicht immer. Das erste Gülleband, ja, wie gesagt, so auf 10 cm Höhe. Und hier unten, da, auf 30 cm, ist das zweite Band. Jetzt kommt schon Kies hier, ja. Ein Wahnsinnsboden. Ideal, weil die Pflanze sich hier in der Jugendentwicklung hier oben die Gerreste wegzieht und zum Schluss hier in der Kornbildung. Und wenn ihr hier hochgeht, seht ihr auch für einen Streitfruchtmais einen echt strammen Kolben, ja, der ist bestimmt 18 cm hoch. Nicht schlecht, würde ich mal sagen. Ja? Und da steht auch einer wie der andere hier auf. Zugegeben auf gutem Boden. Aber das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Und ihr habt natürlich auch, beziehungsweise ich habe jetzt hier auch von der Vorfrucht vom Wickroggen hier die organischen Reste alle an der Oberfläche gehabt. Also das, was noch übergeblieben ist. Und das Bodenleben und Würmchen, die ziehen sich den jetzt hier alle schön in den Boden. Ja? Guck mal hier, was hier für riesen Löcher drin sind. Der hier zum Beispiel, ne? Wenn ihr da mal hinterher geht, den hat sich da einer reingezogen. Hier noch eine. Das holen sich alles die Regenwürmer da nach unten. Und das sind die Jungs, die für euch die Bodenbearbeitung dann machen. Ganz flächig. Und zum Kies nochmal eben, den ihr da ab 30 cm Bodentiefe gesehen habt, ja, den ich hier jetzt schön mit dem Spaten nach oben geholt habe. Das ist natürlich auch Vorteil vom Vollmar-System. Der lässt die Bodenschichten als solche da, wo sie sind. Der holt uns den Kies hier gar nicht erst nach oben. Der lockert einfach nur diesen Bereich als V-Ausschnitt. Hier stehen wir auf bestem Boden und der Mais ist durch die Bank über 3,50. Das ist Flugmais. Gegenüber steht der Zweitfruchtmais in Striptill. Und der ist kaum kleiner, obwohl er ja deutlich später ausgesät wurde, 7 Wochen später. Der hat da richtig was aufgeholt und jetzt zeige ich euch das hier mal anhand der Wurzeln. Und zwar seht ihr hier drei Pflanzen, die in der Mitte ist der Flug.
Die ist auch die längste. Und wenn ihr das Wurzelwerk anguckt, dann ist es wirklich voluminös. Im Vergleich dazu haben wir die Direktsaat. Das ist hier wie so ein bisschen abgeschnitten. Das ist dann wirklich schon der Horizont, wo es wahrscheinlich einfach von Verdichtungen heftiger war. Und natürlich gehen da auch hier und da Wurzeln nach unten. Aber es ist einfach nicht so viel wie hier bei der Flugsaat. Was jetzt nicht heißen soll, dass die Flugsaat jetzt oder das System Flug durch die Bank jetzt gewonnen hat, weil hier fahren wir natürlich mit deutlich geringeren Kosten und so ein System Direktsaat muss ich natürlich auch erstmal einstellen. Da muss ich an anderen Schrauben drehen, dass ich ja, über Zwischenfrüchte diese Verdichtungen hier auch in Zukunft einmal wegbekomme. Und dann haben wir die dritte Pflanze im Rennen, das ist die Zweitfruchtpflanze, die 7 Wochen später gelegt wurde, Mitte Juni. Und die hat eigentlich auch ein schönes, voluminöses Wurzelwerk, das aber tendenziell ein bisschen kompakter ist und ja, sich eher auf die Tiefe konzentriert. Und dann haben wir natürlich auch hier einmal in dem Bereich irgendwo das erste Gülleband und hier unten, wo die sitzen, das zweite. Also von allen drei Varianten gefällt mir jetzt tatsächlich wirklich die Strip-Till-Variante auch am besten. Ich kriege meine Gärreste hier unten an die Wurzel und von der Lockerung her passt das auch so, dass ich das Wurzelwerk gut aufbauen kann, schön voluminös. Und ja, was will man mehr? Wenn ich das hier früher gemacht hätte, dann wäre die Pflanze mit Sicherheit genauso groß geworden wie die Flugvariante, wenn nicht sogar noch im Vorteil. Den Unterschied sieht er dann hier im Kolben übrigens. Das ist wie gesagt hier der Zweitfruchtmais und wenn ihr da mal reinpiekst, ja, da kommt es schön rausgespritzt. Und hier haben wir den normal gesäten. Wir haben es jetzt den 10. September und da ist alles hart. Kommst du nur noch mit dem Fingernagel rein. Der ist perfekt, der ist fertig zum Ernten und das machen wir dann jetzt auch.